Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Muttibärenbande. Heute gibt es wieder eine neue Folge mit mir, dem Muttibären, mit Protoss gegen Zerg. Natürlich stehen wir kurz vor Dia 2 und spielen natürlich gegen einen Zerg. Also das könnte wahrscheinlich schon wieder so Dia-Liga kosten, Dia-2-Liga kosten. Aber wir werden sehen. Vielleicht ist das diesmal ja nicht so hart wie sonst. Und wir haben eine große Map. Also erstmal suchen. Ostern. Aber wir lassen uns überraschen. Wir spielen auf jeden Fall Makro Game. Werde versuchen, so schnell wie möglich auf Storm zu gehen. Darf halt nicht vergessen, nebenbei noch mein Gate zu bauen. Das kommt natürlich jetzt etwas spät. Ah, ich habe schon gefunden. Sehr schön. Sehr schön. Noch kein Gas. Wahrscheinlich noch keine Echse. Doch, Echse hat er schon. Wenn er schon einen Pool hat. Eine dritte. Okay. Schon Pool? Ne, Pool hat er anscheinend noch nicht. Noch kein Pool. Standard-Dritte kommen. So, ja, das ist halt eine riesen Ramp, ne? Da er noch kein Pool hat, ist halt für uns vorteilhaft. Aber es ist halt echt blöd, weil die Bude ist echt offen. Gefunden hat er mich aber noch nicht. Ja, einen brauche ich noch. So, ich baue trotzdem ein Stargate, weil ich immer ein Stargate baue. Wo ist denn mein Adept? So, die kann ich wieder zurückholen. Was wünscht ihr? Vorwärts, Hor Salah. Auf jeden Fall hier vorne was zum Zumachen. Ihr benötigt mehr Vespingas. Der dritte hat auf jeden Fall schon. Wir dienen mit Stolz. Nur die Gläubigen fürchten sich. So, und auf jeden Fall Gates. Was ist das? Orakel empfangbar. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Die Templer rücken vor. Abgeschlossen. Für den Ruhm. Unser Denken. Führung. Wir deuten. So, mal gucken, was Baning das schon hat. Ich habe nicht viel Ressourcen. Alle sind vereint. Nur eine Queen? Teleportation erfolgreich. Ich sehne mich nach dem Kampf. Schade. Najaka. Ich bin. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ja, Pylonen vergessen. Na, wenn das nicht jetzt unser Todesurteil ist. Ich habe schon wieder zu viel rumgespielt. Die Sterne stehen gut. Ihr
müsst zusätzliche Pylonen bauen. Sie brechen durch! Vorwärts! Rufe En Arudin Rashadal. Siravek, Krayor! Bleibt ja hier. Ach, warum baut der das da nicht hin? Mein Leben für Ajur. Genau, jetzt kommt der gleiche Scheiß wie immer. Die Schlacht wartet. Gerechtigkeit wird Nadan Orange. Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Irgendwo sind noch die Lingen. Das Zeitfenster ist klein. Ist nicht das langsam mal gebaut? Jetzt brauche ich erstmal eine dritte. Der dritte ist halt Klos, ne? Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich brauche auf jeden Fall Storm. Unbedingt Storm gegen Zerg. Ich habe doch einen War Prison. Ist schon. Na, die verlierst du alle, die Linge, wenn du das nicht aufpasst. Und die Hydras auch. Ich warte jetzt auf den zweiten Kolossen, dann geht's los. Gigi! Na, Wellplay war das jetzt von mir auch nicht. Hätte die dritte schon eher nehmen müssen. Und ja, hat ein Kolosse. Hat halt sein Zeug verloren. Es reicht aber immer noch nicht für die zwei. Also. Vielleicht beim nächsten Spiel. Aber wir haben gegen Zerg gewonnen. Gegen den Zerg. Na gut, wir auch nicht gerankt. Auch die hat zwei. Also. Höheres MMR als er und. Also wir, nicht ich. Also wir. Er hat ein höheres MMR als wir. Na gut, ja, haben gewonnen. Wollte ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss, tschüss. Euer Mutti Bär.
So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Multibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Multibär. Tschüss.